Ja, willkommen zurück zur zweiten Spielefolge von Nobody's Perfect. Also, ich stehe hier vorne, das heißt, Auf der auf der 1. 1 Sachfragen. Erste. Ja. Okay. Okay, das ist doch gut. Leo Birchler aus Nidwalden stellte einen interessanten Weltrekord auf. Ihm gelang es 2 Stunden, 1 Minute und 17 Sekunden lang. Wie lange genau? 2 Stunden, 1 Minute und 17 Sekunden. 2 Stunden. 2 Stunden, Ja, Pi 1 mal Daumen, ja, ich Minute, weiß es. 17 Sekunden. Und es steht nicht dabei, wann. Einen Weltrekord hat er aufgestellt. So, das klingt Steht aus dem Guinness-Buch drin? Nee, gell? Na egal, ist das steht nicht dabei, steht nicht dabei. Im Guinness-Buch stehen alle möglichen Weltrekorde drin. Ja. Aber ob der da drin steht. Da steht auch ein Mensch drin, der die meisten Nierensteine innerhalb eines Jahres hatte. Bitte. Aber steht es in dem drin, was es zu kaufen gibt, oder gibt es da Unterschiede eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Weil ich frage mich immer, wenn es gibt so viele dumme Rekorde und das Ding ist immer nur so dick. Ja. Vielleicht sind es immer nur die aktuellen Rekorde, die eben die im letzten Jahr aufgestellt worden sind. Und dann halt noch dazu die Rekorde, die halt Oder so Standard, ganz so besondere größter Dinge. Mensch der Welt oder so, Ja, solche gut. Rekorde halt dann. Ältester Mensch. Das heißt, wir regelmäßig, ja, jetzt ist er tot, jetzt haben wir einen neuen. Genau. Ältester noch lebender Mensch. Das wäre das für das Ja, Jahr also du bräuchteste bist Ding. gar nicht. Sorry. Okay. Also, nochmal die Frage. Leo Birchler aus Nidwalden stellte einen interessanten Weltrekord auf. Ihm gelang es 2 Stunden, 1 Minute und 17 Sekunden lang, A. 1000 Luftballons aufzublasen, B. rülpsend auf einem Bein zu stehen, C. einen Besen auf der Nase zu balancieren, D. er drehte sich im Kreis, oder E. ein Ei auf seinem Kopf zu balancieren. Sonst wäre was. Besen oder Ei? Das ist richtig. Also ich glaube, der Besen wird nach einer Stunde schon mal anstrengend Ja. irgendwie da mitten im Gesicht. Ja, aber irgendwie muss er ja auch einen Was, gescheiten wenn Weltrekord er abrutscht ins aufstellen. Auge rennt? Das ist ja mal voll komisch. Ist ja nie. Also nochmal. A. 1000 Luftballons aufblasen. B. rülpsend auf einem Bein stehen. C. einen Besen auf der Nase zu balancieren. D. sich im Kreis drehen. Oder E. ein Ei auf seinen Kopf zu balancieren. Okay, na, ich tippe jetzt auch mal. Hat sich jeder entschieden? Ja. Ja, Ja. okay, 3, Here we 2, go. 1. Ui. Jeder was anderes. Wir fangen an. 1000 Luftballons aufblasen. Und eins. 1, 2, 3. Bitteschön. Wow, ist gekommen. Rülpsend auf einem Bein stehen. Dankeschön. C ist die richtige Antwort. Er hat den Ja. Besen auf der Nase balanciert. Echt jetzt? Ja. Ich hab zwei vor. Ach, ja, Also bei stimmt. richtig Tipp Nummer zwei. D, sich im Kreis drehen. Das war ich. Ja, da habe ich getippt. 1, 2, 3. Und E, ein Ei auf dem Kopf balancieren. Ich weiß nicht, hältst du 2 Stunden lang durch und die ganze Zeit im Kreis drehst? Das So, heißt, ich glaube nicht. wie weit darf Wie er viel jetzt? kriege ich dann nochmal? Drei, drei, ne? Ja. Ich bin aber Gut. hellblau. Dann so. Ach, übrigens, wenn ich jetzt schon dabei bin, der letzte, also gibt es diese Felder mit diesen Buchstaben da noch. Das sind Zahlen. Ist ein Buchstabe, okay? Wenn der letzte drüber geht, dann darf er die Anzahl der Felder vorfahren. Nope. Dazu muss er aber erstmal dahin kommen. Ja. Also ich wollte es mal noch Autsch. sagen, weil damit es ein bisschen fair bleibt und der letzte nicht so ewig lang zurückhängt.
Das nenne ich mal Taktik. So, ich habe schon gewonnen, dass ich hier stand und der Letzte hier irgendwo. Dadurch, dass ich da drüber und da drüber. Warte mal. Okay, wer ist dran? Ich gehe. Okay, neue Runde. Ich bin bei Blau 1. Oh, das ist interessant. Mit welchem Satz charakterisierten die alten Griechen einen ungebildeten Menschen? Dummkopf. Satz? Dummkopf. Okay. Also ist jemals Deutsch, ja. Achso, verdammt. Also, da kann ich gar nicht mit meinem Altgriechisch sprechen. Das ist vermutlich übersetzt worden, natürlich. Aber, es ist nicht irgendwie gestochen oder sowas. Also nicht so dichterisch oder sonst irgendwas. Okay. Gestochen. Das ist wirklich okay. Ein ganz normaler Satz. Okay. Okay. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nenne mal keine Namen. Okay, ist das A. Er ist so dumm wie ein Weizenkorn. Ist das B. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist es C. Du bist so dumm wie eine leere Amphore. D. Bist kein Fuchs, gell? Oder ist es E. Er kann weder schwimmen noch lesen. Was soll denn das? Nochmal. Also A, dumm wie ein Weizenkorn. B, wer nicht fragt, bleibt dumm. C, du bist so dumm wie eine leere Amphore. D, bist kein Fuchs, gell? Oder E, er kann weder schwimmen noch lesen. Okay. Ja. Ich kann schon mal sagen, dass es eh richtig ist. Also das du jetzt 2, 1, 2 und grün. Dann haben wir A, ist das Weizenkorn. Das war hier. Von dir. Du bist so dumm. War komplett dumm. Das ist mir sofort eingefallen. Mit der Amphore, das war von dir, das ist ja. C. Ich habe keinen hier am Tisch das Wort Amphore zugeschaut, deswegen. Und es hört sich halt so griechisch an. Ja. Muss halt lange. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Halt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt aber. Und bist kein Fuchs, gell? Das kommt. Nee. Wie schreibt man das Wort Amphore? Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. A-M-P-H-O-R-E eigentlich. Ah, okay. Dann war ich gut. Nee, halt, du bist nicht blau, oder? Doch. Bist du nicht grün gewesen? Nein. Nein, ich bin grün. Doch, also ich noch nicht blau. So, dann bin ich jetzt dran. Was bist du? Achso, jetzt kommt der Griff. Die dritte. Mhm. Okay. Klingt irgendwie vertraut. Was ist der, die das weft? Weft. W-E-F-T. Das habe ich mal gehört. Aber keine Ahnung. Kannst du lesen, oder? Mhm. Das ist sowas, was ich gerade sagen kann. So, fangen wir mal an. Antwort A, die Kurbel einer Angelrute. Antwort B, ein hart gedrehtes Kammgarn für Möbelbezugsstoffe. Antwort C, ein Latz, der zum Schutz des Unterleibs dient. Hätten wir auch Schutze. D, eine Küstenform. Oder E,
ein Heft, das man wirft. Ich wirfte dich. Wirft. Nochmal die Antwortmöglichkeiten, oder? Ja, bitte ja, nochmal. A. Die Kurbel zu einer Angelrute. B. Ein hart gedrehtes Kammgarn für Möbelbezugsstoffe. Ein Latz, der zum Schutz des Unterleibs dient. Eine Küstenform. Ein Heft, das man wirft. Okay. Ja. Achso? Ja, ja. Okay, okay. Und jetzt stimmt's nicht. Also ich hab's nicht geschrieben. Es ist richtig. Okay. Das war zu lang einfach. Okay, jetzt sind alle vor aus dem Ding. Eine gute war's. Du? 1, 2. Okay, ich dachte, das wäre so gut. Hey. Na, ich brauche einen neuen Zettel. Ja, ich brauche einen neuen. Latz, ja. Küstenform. Okay. Ein Heft, das man wirft. Ein Weft. Ach, herrlich. Gut, dann bin ich dran. Hä? Brauchst du auch noch einen? Ja, gib mal einen. Oh. Da liegen ja, da werden ja welche. Ja, da werden welche. Wenn wir nicht auf die Rückseite schreiben sollen, dann... Nein, bitte nicht. Gut. Okay. So, gut. Ich lila 3. Ich lila 3. Hier. Ich Dartzahn, du lila 3. Okay. Der, die das Fandango ist... Wie geschrieben? Schon mal gehört. Fandango, F-A-N-D-A-N-G-O, Fandango. Gesundheit. Fandango. Gut, dann Fandango. Antwort A. Eine. Am besten vorher alles mal durchlesen. Ja. Okay, gut. Ja. Wow. Ja, so ging's. Okay, schon mal zum Tippen, ja. Yeah. Okay, Antwort A, Antwort C, Ich nehme G. Antwort D, kann ich nicht lesen. Nein, okay, Antwort A, eine Ermordungsart der Mafia. Antwort B, niederländische Variante eines Tangos. Das ist so einfach. C, feuriger spanischer Tanz. D, ein langsamer lateinamerikanischer Paartanz. Oder E, ein griechischer Volkstanz. Toll. Okay, ich habe mich entschieden. Oh, okay, welche Länder waren vertreten? C war Spanien, D war lateinamerikanischer Paartanz und E, Volkstanz, griechisch. Und A? A war eine Ermordungsart der Mafia. Okay. Die war holländisch, glaube ich. Ja, eine niederländische Art des Tangos, ja. Also, jetzt kannst du ja aussuchen. Holland, Spanien, Lateinamerika oder Griechenland. Oder die Ermordungsart der Mafia. Kann ich passen? Ich glaube nicht. Leg einfach in die Mitte. Ich mach auf random jetzt, also. Ja, ich habe mich entschieden. Ja, ich auch. Jetzt schon. Okay. Ja. Ups. Sind ja schon geteilt. Gut. Richtig ist, dass niemand richtig steht. Weil C wäre richtig, der feurige spanische Tanz. Was? Das, ja. Das klang so. So. Ja, 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 Mafia A. Ich dachte, das sind 6 vor. Sind 2. B ist niemand, die Variante des Tangos. Oh. C war richtig, D? C war richtig, D lateinamerikanischer, ja. Und der griechische Volkstanz. Ja. Das kannst dann nur du gewesen sein. Ja. Oh nee, ich schon wieder. Nein. Erst lesen. Okay. Du stehst da. Du bist lila 1. Ich bin, was war lila nochmal überhaupt? Lila Begriffe? War Begriff. Genau. Oh, Krie. Ups. Jetzt braucht man Hintergrundmusik. irgendwie klingt es vertraut. Was ist der, die das Flotzmaul? Es gibt so viele Dinge, die vertraut klingen. Flotzmaul. Flotzmaul. Flotzmaul.
Flotzmaul. Mit TZ oder mit Z? Mit TZ. Okay. Okay. Manchmal frage ich mich, wo haben die Autoren dieses Spiels... Wo finden die sowas? Neon unnützes Wissen. Ich glaube, du gehst einfach durch den Duden durch. Und guckst einfach nach den Begriffen, die man nicht kennt. Nach Wörtern, die lustig klingen. Flotzmaul. Oder Leonid. Könnte man nach dem Duden gucken, ob das echt drin ist. Flotzmaul. Ja. Okay, gut. Aber tolle Variante, oder? Den ganzen Tag im Duden blättern. Schmökern. Ja, das ist ein Autorspiel, gell? Oder nicht? Das ist eigentlich. Ja. Antwort A. Eine skandinavische Krötenart. Antwort B. Ausgestorbene Brautmaulfroschart. Antwort C. Eine portionierte Teigspeise. Antwort D. Eine Krötenart, deren Paarungsruf Flotz ist. Oder ist es E? Der stets feuchte Nasenteil eines Rinds. Oh. Nochmal? Ja, bitte. Antwort A. Eine skandinavische Krötenart. Antwort B. Ausgestorbener Breitmaulfrosch, böses Wort. Antwort C. Eine portionierte Teigspeise. Antwort D. Eine Krötenart, deren Paarungsruf Flotz ist. Und Antwort E. Der stets feuchte Nasenteil eines Rinds. Okay, also jetzt weiß ich was. Tipp da. Ja. Ich auch. Okay. Ja. E ist richtig. Ja. Genau. 1, 2 und blau. 1, 2. Wieder was gelernt. C war 1, 2, 3. Eine portionierte Teigspeise. Das warst du. Dankeschön. Wunderbar. Paarungsruf war? Ich guck mich gleich an, weil... Ja. Ja. Was? So, ich muss skandinavische Krötenart. Ich muss unterbrechen. Was? Wir müssen skandinavisch? Krötenart. Ja. Ja, dann machen wir das. Ich will nur verteilen. Ich sag da mal Tschüssi, bis zur nächsten Folge. Flotz. Was?